Hi ihr Lieben, heute gibt es mal wieder einen Einkauf für euch, also einen kleinen Haul. Und der ist heute von Primark. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, in irgendeinen Laden zu fahren, um Klamotten zu kaufen. Das hatten wir jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr. Ihr wisst ja, so mein größtes Shopping-Erlebnis die letzten Male war ja immer so der Action-Haul. Und mehr gab es da immer nicht. Und diesmal, also heute, haben wir uns dazu entschieden, zu Primark zu fahren und dort ein bisschen einzukaufen. Hatte eigentlich den Hintergrund, dass ich bei Instagram gesehen habe, dass Primark jetzt so Pokémon-Artikel anbietet. Sprich, es gab so Pokémon-Kissen, so als Pokebälle, verschiedene Plüschtiere, Bettwäsche in Pokémon-Design und all sowas. Und ich habe gedacht, oh, perfekt für Max. Er liebt Pokémon, das passt gerade in sein Zimmer mit hinein. Wir fahren dahin und kaufen ein bisschen was ein. Was ein bisschen ärgerlich war, war, dass es bei uns im Primark diese Auswahl an Pokémon-Artikeln leider nicht gab. Ich weiß nicht, ob das irgendwie immer filialabhängig ist oder ob unsere Sachen da immer noch so ziemlich aus der letzten Saison sind oder was auch immer. Aber es gab super viele Disney-Sachen. Und zwar wirklich, also Disney in allen Größen, in allen Farben und ich meine, für Erwachsene, für Männer, für Kinder. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn es so eine kleine Disney-Section gibt. Aber das war halt wirklich alles bombardiert mit Disney. Wir hatten einen ganzen Stockwerk nur für Disney-Sachen. Und das war dann wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, es lohnt sich heute wohl nicht. Und so war es leider auch. Ich habe halt nicht so viel gekauft, wie ich eigentlich wollte. Es sind immer noch zwei Tüten dabei rausgekommen. Allerdings ist es bei weitem nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Wie gesagt, ich hatte eine Vorstellung, als wir da hingefahren sind und habe gedacht, oh, der ganze Kofferraum wird voll sein, wir müssen vorher noch die Sachen rauspacken. Also habe total viel geplant. Ja, letzten Endes war das halt so ein Einkauf. Nicht nur, dass es diese Pokémon-Artikel nicht gab, die ich ja eigentlich haben wollte. Ja, auch hat sich mein Körper natürlich ein bisschen verändert, nachdem ich das letzte Mal da war. Und ich habe das ja schon etliche Male in den Videos erzählt. Ich versuche mal abzunehmen, beziehungsweise, lass es mich anders erklären. Ich versuche in meinem Kopf, mich darauf einzustellen, dass ich abnehmen muss oder dass mein Körper wieder in die richtige Form kommen muss. Ich tue aber nicht so viel dafür, wie ich eigentlich sollte. Und dementsprechend sehe ich natürlich auch noch nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Und das hat halt dazu geführt, dass ich in der Umkleide nicht ganz so zufrieden war mit den vielen Artikeln, die ich dann ausgesucht habe, sodass ich nur mit einem kleinen Teil davon dann tatsächlich auch nach Hause gekommen bin. Mein letzter Besuch bei Primark liegt jetzt schon ein bisschen zurück und ich muss gestehen, ich habe gedacht, die Preise sind immer noch so ziemlich gleich. Aber nein, ich muss sagen, die Preise, zumindest hatte ich das Gefühl, haben sich sehr, sehr stark verändert und zwar eher zum Schlechten. Denn die Qualität bei Primark ist immer noch dieselbe. Die Artikel fühlen sich jetzt nicht nach super Baumwolle an, sondern sind mit sehr, sehr viel Inhalt von Polyester oder ähnlichem. Fühlen sich also nicht ganz so toll an. Die Preise sind aber super gestiegen und deswegen habe ich so ein bisschen darauf geachtet, was ich kaufe. Heute probiere ich all diese Sachen für euch an und blende die Preise dann auch wieder mal überall ein. Und ja, dann lasst uns mal starten. So, ich zeige euch mal das erste Outfit. Ich muss dafür aufstehen, denn die Kamera hat keinen Weitwinkelzoom. Das heißt, ich kann euch nicht rauszoomen, sodass ihr das alles sehen könnt in einem. Hier seht ihr schon mal den Pullover. Und der ist eigentlich, das ist ein Pyjama-Oberteil, so wie ich das verstanden habe. Und der lag in der Abteilung für die Nachtwäsche. Der sitzt ziemlich locker und bei dem Stoff handelt es sich nicht um Seide oder ähnliches. Es ist halt so ein etwas glänzender Stoff. Und ja, wie gesagt, ein Pyjama-Oberteil. Ich werde es nicht als Pyjama-Oberteil tragen. Das hat, ich glaube, 8 Euro oder so gekostet. Das werde ich definitiv als Pullover tragen. Ich finde es nämlich ganz süß. Und ich finde auch, man sieht nicht sofort, dass das ein Pyjama-Oberteil ist. Deswegen ziehe ich das dann definitiv auch zur Arbeit an. So, hier habt ihr es nochmal ein bisschen weiter rausgezoomt. Und dazu, wartet jetzt nicht die Socken, die werden eine andere Farbe haben. Aber dazu gab es so eine Leggings, die ist in Lederoptik. Und die ist eng anliegend, geht halt auch etwas weiter höher. Die geht bis ungefähr hier oben hin. Auch von der Kombination her finde ich das ganz schick. Das passt, finde ich, auch ganz gut zusammen. Dafür
So, ich wollte die Kamera nochmal dazu holen, einfach nur, damit ihr so einen besseren Einblick habt, wie das Outfit tatsächlich aussieht. Denn ich finde, im Spiegel wirkt das Ganze nochmal anders. Das ist dieses Pyjama-Oberteil, von dem ich erzählt habe. Und hier ist diese Leggings in Lederoptik. Ihr seht, die scheint und die quietscht auch zwischendurch. Vor allen Dingen, ihr hört's. Ich werde mal sehen, wie toll ich die finde oder halt auch nicht. Von hinten ist das Ganze ganz normal halt. Ist halt wie ein Pullover. Ich habe jetzt mal die Träger weggemacht, damit man das dann vielleicht doch ein bisschen besser sehen kann. Wie gesagt, hier ist das so ein bisschen zusammengepresst. Seht ihr das, was ich meine? Und auch hier an den Ärmeln habt ihr das hier unten. Und ja, das hängt halt so lose runter. Und die Hose ist auch immer noch dieselbe. Und ihr seht, bei Primark ist der Stoff halt wirklich immer sehr, sehr durchsichtig. Da ist es wirklich so, ich glaube, nur bei den Hoodies war das bislang so, dass es halt nicht durchschimmert. Ansonsten auch bei den bei dieser Leggings nicht. Da habe ich extra drauf geachtet. Und so, das nächste Oberteil ist ziemlich schlicht. Das ist irgendwie nichts Besonderes. Es hat nur hier an der Seite, und das ist schon integriert, so eine Art Knoten. Und ich finde, das gibt dem ganzen Oberteil so ein gewisses Extra. Ich wollte jetzt kein Oberteil haben, was zu eng anliegt. Denn die Mitte ist meine größte Problemzone nach den zwei Kindern. Deswegen wollte ich halt nichts haben, was den Bauch zu sehr betont. Und trotzdem aber was haben, was nicht so dieses typisch runterhängende, sackförmige T-Shirt ist oder sowas. Und deswegen gab es dann das hier. Die Farbe, wie gesagt, ist nicht das, was ich unbedingt haben wollte. Aber wenn es halt keine Auswahl gibt, nimmt man das, was gerade da ist. So, das ist jetzt das Oberteil hier mit dem Knoten an der Seite. Und ihr seht ja, es muss definitiv gebügelt werden, bevor es angezogen wird. Und ich finde, die Farbe kommt auch nicht so stark zur Geltung, denn der Stoff ist eigentlich dunkler, als jetzt halt hier im Licht, das von da kommt. Und hier ist nochmal die Hose. Wie gesagt, die Hose ist dieselbe wie in den letzten zwei Outfits bereits gezeigt. Und die geht halt wirklich bis hier oben hin. So, das nächste Outfit ist ziemlich schlicht, wieder mal. Ich bleibe auch meinen Farben treu, wie ihr sehen könnt. Diesmal gab es nichts, was irgendwie super geleuchtet hat. Deswegen kamen nur so die Basic-Farben mit und Nude-Töne und sowas ähnliches. Ja, ist ein ganz normaler Hoodie mit einer Kapuze. Mit hier so zwei Schnüren zum Festerziehen der Kapuze. Die hat hier auch so Taschen. Und dann gab es diese Jeans hier mit. Die sitzt hinten super eng und die sitzt auch generell ganz gut. Ja, ist halt eine ganz einfache schwarze Jeans. Wobei ich sagen muss, das ist auch wieder so typisch Primark. Die Größen bei Primark variieren extrem. Es kommt halt wirklich darauf an, was für ein Artikel ihr habt. So, hier ist jetzt das Outfit mit dem Hoodie. Und es steht Do it for yourself. Hat hier so eine Taschen und eine Kapuze, wie ihr da hinten sehen könnt. Und das ist diesmal, ja, ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht erkennen, eine wirklich ganz normale Jeans. So, das letzte Outfit sozusagen für den heutigen Tag. Dann geht es mit den Accessoires und so ähnlichem weiter. Ja, ein ganz normaler Hoodie. Hier mit so zwei Schnüren, mit so einem Metallstück am Ende. Finde ich auch immer wichtig, dass man darauf achtet, denn einige Sachen bei Primark haben diese Metalldinger nicht. Und da rutschen die Schnüre beim Waschen dann immer hier rein. Zumindest bei mir. Ja, eine Kapuze, die ist auch ziemlich groß. Und dieser Pulli, der fühlt sich so toll auf der Haut an. Ich mag den jetzt schon total gerne. Aber er ist etwas dicker. Das heißt, also ich werde definitiv kein T-Shirt nochmal drunter anziehen und ihn wirklich nur an Tagen tragen, an denen es entweder regnet und super kalt ist. Oder halt dann zum Herbst hin. Ja, hier ist das Ganze nochmal mit der Hose. Wie gesagt, ist eine ganz einfache schwarze Jeans, nichts Besonderes. Und er sitzt halt wirklich, wirklich toll auf der Haut und fühlt sich einfach gut an. Auch wenn man kein T-Shirt darunter trägt. Ja,
So, dann zeige ich euch jetzt nochmal so ein bisschen was, was ich so gekauft habe für den Haushalt oder halt auch generell für Alex. Der war übrigens mit dabei, der hat sich sein Zeug selbst ausgesucht. Es gab kaum Auswahl für Kinder und für Herren. Das war halt wirklich so eine kleine Abteilung bei uns. Ich glaube, der in Braunschweig, der schrumpft zusammen. So, Alex hat sich etwas mitgenommen, was er definitiv immer braucht. Und das sind Gürtel. Diese Gürtel haben jeweils, ich glaube, 11 Euro gekostet. Wie gesagt, den Preis blende ich euch ein. Er hat sie sich einmal in Schwarz und einmal in einem Braunton gekauft. Ich weiß nicht, wie gut man das tatsächlich auf der Kamera sehen kann. Und ja, ziemlich schlicht gehalten, nichts Besonderes. Hier habt ihr nochmal diese Laschen. Und dann hat er sich auch nochmal jeweils 5 Paar Socken geholt in Schwarz. Die hier sind an dem Punkt des Fußes hier etwas enger gehalten. Die Socken hier, die wir bei Primark bislang gekauft haben, sind von der Qualität her nicht super. Wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einem C&A zu kommen oder sowas, kauft euch die Socken lieber da. Die sind definitiv besser von der Qualität. Wobei ich sagen muss, auch nicht so viel besser. Sind wir mal ehrlich, ich finde, die sind alle so super dünn. Vor allen Dingen hier an der Ferse, sodass sie dort immer total schnell Löcher bekommen. Aber ein bisschen was brauchten wir, deswegen gab es 2 Paar für Alex und ein paar schwarze Socken für mich. Und auch etwas, was ich, wie ich finde, in Braunschweig, wer von euch so aus der Nähe Braunschweig kommt oder aus Braunschweig selbst und ebenfalls bei Primark einkauft, ich würde echt gern von euch wissen, sind die ganzen Abteilungen geschrumpft? Ich habe nämlich wirklich das Gefühl, ich glaube, es waren schon länger 3 Stockwerke. Ich glaube, es waren mal 4. Waren es mal 4? Auf jeden Fall gibt es so die komplette schicke Abteilung so gar nicht mehr, die es mal gab. Und auch die Accessoires sind so zusammengeschrumpft von der Auswahl her. Also diesmal gab es wirklich kaum was. Ich wollte aber das hier mitnehmen. Das hat so ein bisschen so den Boho-Schick. Und die kann man zu dritt tragen. Und ich glaube, ich hätte mich eher für Silber entschieden statt für Gold. Gold ist nämlich nicht so meine Farbe. Aber die hatten, wie gesagt, kaum Auswahl. Und deswegen kam das hier für 4 Euro mit. Und das ist etwas, worüber ich mich am meisten gefreut habe. Ich suche nämlich schon seit einer halben Ewigkeit Bettwäsche für unser Schlafzimmer. Ich meine, beim Aufräumen habt ihr ja bestimmt gesehen, wir haben immer noch die alte Bettwäsche aus der Wohnung. Und in der Wohnung war das Schlafzimmer in einem lila Ton gestaltet. Lila, dunkelrosa, halt eher girly-mäßig. Und dementsprechend ist natürlich auch die ganze Bettwäsche lila und rosa und passt halt so jetzt absolut nicht zu unserem jetzigen Schlafzimmer, so wie ich es gestrichen habe. Und im Internet konnte ich nicht wirklich was finden. Ich habe viel gesucht und irgendwie war da nie was dabei. Und jetzt bei Primark haben die 1:1 unsere Wandfarbe als Bettlaken und auch als Bettwäsche, zeige ich euch gleich. Also diese Bettlaken hier habe ich mitgenommen für jeweils eine Seite des Bettes, ihr wisst ja, ne? Ich hätte am liebsten auch noch so dieses helle Aprikot, was wir ja ebenfalls an der Wand haben, hätte ich auch gern nochmal geholt. Aber ich hatte den Stoff angefasst und der ist nicht ganz so toll. Ich wollte aber unbedingt was haben, was wenigstens hübsch aussieht. Ich weiß, man soll nicht nach dem Äußeren einkaufen, vor allen Dingen bei etwas, womit man sich ja zudeckt oder worin man liegt. Aber ja, ich konnte nicht widerstehen. Und das ist halt wirklich 40% Polyester. Also ihr könnt euch vorstellen, wie glasig sich das anfühlt, zumindest jetzt auf der Haut. Ich weiß, wenn ich es nachher wasche, wird es bestimmt ein bisschen weicher, weil ich auch Weichspüler mit reinpacke. Zumindest hoffe ich es. Und passend dazu gab es Bettwäsche. Und ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Ich zeige euch das mal hinten. So ungefähr sehen ja auch die Bettlaken aus, die ich gekauft habe. Und so sieht die Bettwäsche aus. Also wirklich genau in diesem Aprikot-hellrosa Ton und mit diesem Dunkelgrün. Total schön. Und auch in einem Muster, was ich ganz gerne mag. Das setzt sich ja auch bei uns im Badezimmer fort und so weiter. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Und ja, davon gab es natürlich dann 2. Und ich bin gespannt. Also das Bild davon füge ich euch nicht mehr ein, weil heute ist der 18. und morgen geht dieses Video online. Das heißt, ich muss heute Nacht noch schneiden. Und ich werde es definitiv nicht schaffen, diese Bettwäsche vorher zu waschen und dann zu beziehen. Und ich hoffe, beim nächsten Clean With Me könnt ihr dann auch schon die neue Bettwäsche sehen. Das war's dann auch. Mehr habe ich nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, es war nur ein kleiner Einkauf. Normalerweise kamen wir von Primark immer mit 3, 4 Tüten zurück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!